es war ein ganz komisches Spiel. Ich denke, Pirmasens hat ein ganz eigenes System gespielt. Da haben wir haben es mit dem Ball eigentlich sehr gut gemacht. Wir hatten unfassbar viele Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, und haben es gegen den Ball dann nicht ganz so gut gemacht. Und dann kamen die dann auch ein paar Chancen. Am Endeffekt kann man sagen, 6-1, ja, ist, finde ich, auch ein bisschen zu hoch. Allerdings hatten wir auch echt viele Chancen, die wir vorher auch nicht genutzt haben. Und deshalb, ja, 6-1 ist okay, auch wenn es zwischendurch manchmal nicht ganz so souverän aussah. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, dann drei Tage nach dem Derby dann wieder hierher zu kommen, auf dem etwas schmierigen Platz. Aber das haben wir dann ganz gut ordentlich, also ganz ordentlich gemacht. Jetzt habt ihr 26 Gegentreffer, die zweitbeste Abwehr hinter Homburg mit Offenbach zusammen. Trotzdem wird die Abwehr immer wieder kritisiert. Kannst du das nachvollziehen aus deiner Position? Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke, hier wird ganz viel kritisiert, dass da die Abwehr auch dazu gehört. Mein Gott, ist halt so. Wenn man seine Ziele nicht erreicht, dann guckt man immer, woran es dann gelegen hat. Und dann ist es manchmal einfacher, es irgendwie auf die Abwehr zu schieben. Aber ich denke, 26 Gegentore ist nicht ganz so schlecht. Klar, zum Verteidigen gehört die ganze Mannschaft dazu. Das fängt halt vorne dann an. Und ich finde, das ist eigentlich ein relativ ordentlicher Schnitt. Also denkst, wenn jetzt Mannheim nicht so völlig out of order wäre diese Saison, wäre es eigentlich gar keine schlechte gewesen? Bis jetzt? Ja, wir hatten den Anspruch, Platz 1 zu erreichen und deshalb ist es keine zufriedenstellende Saison, sagen wir es einfach so. Mannheim hat sich das verdient. Ich denke, so viel Punkte Vorsprung, das kommt nicht von ungefähr. Und deshalb gilt jetzt erstmal die Saison anständig zu Ende zu spielen. Wir haben noch ein großes Ziel, das ist der Saarlandpokal und der zweite Platz. Und danach analysieren wir die Saison und dann geht es schon nächstes Jahr wieder weiter. Ja. Warum hast du beim FC verlängert? Ja, weil ich einfach überzeugt bin von dem Projekt. Ich denke, das Ziel vom Verein ist einfach, dass wir einfach hochkommen, raus aus dieser Liga, in die dritte Liga. Und dann ist, denke ich, vieles möglich, auch mit dem neuen Stadion. Das würde uns, denke ich, nochmal einen Schub geben. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber wenn man so lange jetzt in Völklingen spielt, ich weiß nicht, ob das ganz erfolgbringend ist für die letzten Jahre. Manchmal ist schon wichtig, mit einem guten Publikum zu Hause nochmal, wenn es enge Spiele gibt, nochmal nach vorne zu pushen. Und ich denke, da kann uns das neue Stadion auf jeden Fall helfen. Gleich die Frage, Herr Luttner, haben Sie sich genauso das Spiel vorgestellt? Ja, weiß ich nicht. Also Fakt ist, dass ich schon vor dem Spiel ein bisschen mulmiges Gefühl hatte. Ich habe nicht ganz so gute Erinnerungen an Pirmasens. Vor 2 Jahren haben sie mir schön den Geburtstag hier versaut, an einem Freitagabend, wo ich Samstag Geburtstag hatte. War auch die erste Phase, wo es im Verein oder drumherum auch mal ein bisschen unruhiger wurde. Dementsprechend war das Gefühl heute nicht ganz euphorisch, wie vielleicht vor anderen Spielen, sondern angespannt mit dem Wissen, dass es im Pirmasens auch schwer werden kann. Aber ich habe gerade mit Peter schon gesprochen. Auf dem Weg hierhin, also ich glaube, dass wir mit Ball heute vieles richtig gemacht haben, aber gegen den Ball gerade in der ersten Halbzeit auch einige Dinge falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass wir erst Halbzeit zwar 3-4-0 auch führen können, aber es kann auch 2-2 stehen, wenn es ganz doof läuft. Haben da schon einiges zugelassen. Ich denke, das 3-0 dann unmittelbar nach der Halbzeit hat dem Ganzen dann so ein bisschen Ruhe gegeben, auch wenn da der Anschlusstreffer nochmal fiel. Aber man hat schon gemerkt dann, je größer die Räume werden, desto überlegener werden wir auch, desto klarer könnten wir es durchspielen. Und dass wir hinten raus dann nochmal 3 Tore machen, ist natürlich schön. Und für die Jungs heute mit Sicherheit ein schöner Tag, für uns alle ein schöner Tag, weil das im Vorfeld schon, ja, sind wir nicht davon ausgegangen, dass wir hier 6 Tore schießen. Vielen Dank, Herr Luttner. Für eine Frage. Schwer. Ich habe das nicht so vorgestellt. Nee. Ja, klar, dass du das nicht so vorgestellt hast, ist klar. Denkst du, dass mir unter Wert geschlagen wurde? Und ich glaube, wenn du so viel Fehler machst, wie wir heute machen, gegen den Ball, dann bist du halt auf dem Niveau in der Qualität des Gegners so bestraft, wie es heute antworten sind. Ja, wir haben, glaube ich, schon sehr gut gesagt, halt im eigenen Ball ist es gute Aktionen gehabt, gute Momente gehabt im Spiel. Aber wir waren heute einfach zu naiv in den Zweikämpfen und haben dann auch dem Gegner die Räume geboten, um die Chance konsequent auszuspielen. Und die Qualität von Saarbrücken, die kennen wir ja alle. Gerade in der Offensive mit Jakob oder Jürgen. Zwei Jungs, die immer tiefe Laufwege suchen. Und die haben heute die Räume, die wir am Schluss angeboten haben, konsequent ausgenutzt. Vielleicht muss ich mir den Schuh ein bisschen anziehen, weil ich dann am Stand von Kajans gemeint habe, ich müsste das 3-2 machen, nenne den Marco Streiler aus dem Spiel raus und habe ihm dann ein bisschen das Zentrum geöffnet. Nach dieser Auswechslung bekommen wir noch 3 Tore, die dann sich glatt
am Ende der Runde negativen Torverhältnisse auswirken können. Das Ding ist zwar blöd, aber trotzdem war ich phasenweise mit dem Spiel zufrieden heute. Was wir in den nächsten Wochen abstellen müssen, ist ganz klar das defensive Halten. Die Geschichte, die uns in der Vorrunde eigentlich schon aufgezeichnet hat, die haben wir heute von den letzten Wochen abgesehen vermissen zu lassen. Und wir müssen einfach wieder etwas konsequenter in die Zweikämpfe reingehen. Und dann hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen in den Bayern-Spielen, die jetzt kommen, ja, die Qualität von heute phasenweise auf den Platz bringen, auch die Qualität, die wir im Waldhof gezeigt haben, auf den Platz bringen. Und dann bin ich eigentlich trotzdem optimistisch, trotzdem einzig soll, dass wir in den Spielen, die jetzt kommen, die nötigen Punkte holen, die da hinten raus sind, lassen wir halt rein. Danke. Vielen Dank. Bleibt mir nur noch eins zu sagen, jetzt haben wir drei Heimspiele, also wieder Samstag, Dienstag, Samstag. Und ich hoffe, dass wir dann auf der glücklichen Seite sind. Es waren ja ein paar glückliche Tore auch dabei, die so kommen. Wie sieht es in der Kabine eigentlich aus? Sind die Jungs getroffen, weil sie nichts bekommen haben? Na gut, ich glaube, zum Verein soll keinem zumute. Wenn du jetzt nicht Tore bekommst, dann wird sicher keiner Liner stimmen in der Kabine. Ne? Sicher sind die Jungs jetzt programmiert, jeder ja, Schlag. Für die nächste, für die nächste Spiele. Aber wieder morgen im Training und Donnerstag im Training, die Jungs aufzubauen. Und auch diese positiven Momente im Spiel rauszukristallisieren, dann den Jungs dann wieder den Mut zu sprechen, dass wir am Samstag gegen Kralingen ja auch nicht drei Punkte hier behalten. Ich kann da nur eins sagen, kommt wieder am Samstag, wichtiges Spiel. Es war vielleicht für uns am weniger wichtigsten, alle Spiele sind wichtig, aber jetzt kommen drei ganz wichtige Spiele auf uns zu. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen punkten. Euch wünsche ich alles Gute, gute Heimfahrt, ihr habt da nicht ganz so weit. Und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder nächstes Jahr, dass wir euch ein bisschen ärgern können. Vielen Dank. Haben wir nichts dagegen. Tschüss.